Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich bin heute im Europapark unterwegs, mal was anderes als Disney. Wer neu hier auf meinem Kanal ist, ich bin Moni und mache eigentlich hauptsächlich Disney-Videos, aber ich bin auch in einigen anderen Freizeitparks unterwegs, so wie heute im Europapark. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, wenn euch die Videos gefallen. Und ja, wir sind heute hier wegen Piraten Batavia. Das hat er diese Woche aufgemacht. Und die Attraktion wollen wir fahren, da werden wir auch jetzt gleich zuerst hingehen. Ansonsten wird es heute ein sehr warmer Tag. Ich schwitze jetzt schon aus allen Poren gefühlt. Wir werden auch später noch in die Splash Zone hier im Europapark gehen. Wer die Splash Zone kennt, wisst, was ich meine. Ansonsten nehme ich euch auch, ich habe die GoPro mit dabei, das heißt, ich werde uns dabei auch filmen, wie wir dort stehen. Also wir werden wirklich klitschnass werden. Und ansonsten hoffe ich, dass wir einen schönen Tag haben. Ich freue mich auf Piraten in Batavia. Und ja, viel Spaß beim Anschauen. Ich bin übrigens auch nicht allein unterwegs, der Daniel. Also ich bin mit Daniel angereist, Vivi und Kevin von Bibi Bing sind hier. Meine Achterbahnwelt ist dabei, also einige bekannte YouTuber. Und falls ihr meinen Kanal öfter anschaut und euch wundert, warum jetzt alles hier so smooth verläuft, ich benutze heute das erste Mal einen Gimbal, einen Kameragimbal, einen Stabilisator. Und zwar jetzt, ich kann kein Chinesisch, Shizun M2, ich schreibe es auch in die Titelbeschreibung von dem Video. Mit dem filme ich heute den ganzen Tag und ja, hoffe, dass euch das Video dann gefällt mit den schönen Aufnahmen. Ich werde es heute in verschiedenen Situationen testen und um zu gucken, ob ich damit ganz gut klarkomme. Thank you.
Batavia gefahren. Ich muss sagen, eine sehr, sehr schöne Attraktion. Sehr viel Technik verbaut, die Animatronics sind sehr schön. Aber ich konnte nicht alles erfassen, weil es so viele Szenerien gibt. Links, rechts passiert was. Man wird sogar ein bisschen nass, was ich heute sehr angenehm finde. Der Anfang gefällt mir besonders gut. Und wir werden das auf jeden Fall definitiv heute nochmal fahren, weil wir konnten nicht alle Eindrücke erfassen. Stehen wir jetzt bei dem Restaurant Bamboo Bay an und das ist das dazugehörige Restaurant. Dann sitzt man auch im Restaurant und kann die Fahrt beobachten, so ähnlich wie Fluch der Karibik, Pirates of the Caribbean im Disneyland Paris. So, wir sitzen jetzt hier im Restaurant im Bamboo Bay. Man sieht hier die, da wird gleich eine Show stattfinden und da fahren die Attraktionswagen entlang. Und hier gibt es auch was zu essen. Wir holen uns gleich Bowls. Die muss man sich selbst da vorne holen. Bin sehr gespannt. Ich liebe ja Bowls. Und es hat sich auch was geändert im Europapark, hat mir Vivi und Kevin gerade eben gesagt. Die sind nämlich auch da. Das ist Vivi. Und zwar muss man jetzt keine Adressdaten mehr ausfüllen, also so Pärchen, sondern man zeigt einfach entweder seine Jahreskarte oder seine Eintrittskarte und da sind die Daten hinterlegt. Und ja, so macht es einfach, also so ist es einfach einfacher. Also wenn irgendwas passiert, wir rufen euch an, ne? Also wir machen dann eine Rundmeldung. Ja, wenn, dann haben wir es alle, oder? Ja, genau. Ja, wahrscheinlich. Mein Essen ist eigentlich schon kalt wegen der Show, aber kein Problem. Hier gibt es die sogenannten Bowls. Ihr könnt euch aussuchen, Reis oder Nudeln. Dann gibt es Hähnchen, Rind oder was Vegetarisches, Soja, Salat. Genau, es gibt auch Frühlingsrollen, das haben Vivi und Kevin da vorne. Und das asiatische Bowl, also Bowling. Bowling. Und dann könnt ihr euch auch noch zwei Toppings aussuchen und Gemüse. Die mit Rindfleisch ist die teuerste Version für 12,90 Euro. Und die anderen sind dann dementsprechend günstiger. Genau, und was kosten die Frühlingsrollen, Kevin? 4,90 Euro, glaube ich, oder? 4,90 Euro kosten die Frühlingsrollen. Sehr gut. Der Zettel ist so lang. Habt ihr so viel gekauft? Ja. Habt ihr so viel Hunger? Naja, ich werde jetzt mal probieren und euch dann berichten, ob es uns geschmeckt hat. So, ihr seht, es ist nichts mehr übrig. Ich fand es sehr lecker. Was sagt ihr? Top. Ja. Daniel? Ja. Sehr gut, sehr gut. Empfehlenswert? Ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch gut. Die Frühlingsrollen waren okay, ne?
Ja, ich würde die Bowl empfehlen, falls ihr noch ein bisschen mehr Hunger habt, nehmt euch die Frühlingsrollen hinzu. Aber die Bowl ist deutlich besser als die Frühlingsrollen. Ja, ich fand die Bowl auch ganz gut. Und mit dem Reis, mit der Kombi, die Soße. Es gibt auch eine scharfe Soße, falls ihr es scharf mögt. Also rotes Curry ist scharf und statt gelbes, mildes Curry, das war nicht so scharf. Genau. Und jetzt schauen wir mal, wo es weiterhin geht. Anschauen. Wen? Oh Gott. Da in die Kammer. Und? Jetzt habe ich den Schwall abbekommen. Also ich habe so ein bisschen Freibad-Feeling gerade. Oh. Also die eine Seite ist jetzt klitschnass, aber oh, das tut gut. Ja, ich habe auch noch Wechselklamotten dabei, ich habe noch ein Kleid dabei, aber erstmal bleibe ich so. Und ich habe auch extra Flipflops mitgenommen, weil ich wusste, dass wir hier uns in die Splashzone stellen. Aber es tut echt gut gerade bei dem Wetter. Eine Runde Piraten in Batavia gefahren, ohne Kamera irgendwie einzuschalten, einfach nur mal die Fahrt genossen und ja, es ist immer noch so schön wie beim ersten Mal und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir noch eine Show uns anschauen, ob die jetzt gerade irgendwann läuft. Anschauen und ich muss sagen, es ist ja heute Samstag und es ist ganz schön viel los. Ich bin ja ein bisschen verwöhnt vom Disneyland Paris von vor 2-3 Wochen und hier ist es ganz schön eng, also und es ist warm. Es wird so schwül warm. Die Sonne ist gerade weg, aber es ist immer noch mega heiß. Naja, schauen wir mal, was uns gehen wir gleich nochmal in die andere Splash Zone, ne? So, wir fahren jetzt eine Runde Euro Tower. Hier war ich auch noch nie drauf. Und schauen uns mal die Aussicht von oben an. Wir haben uns jetzt die Showzeiten hier angeschaut und die nächste Zaubershow ist um 14 Uhr und solange wir warten, holen wir uns erstmal ein Eis. Bei gefühlten 200 Grad hier im Europapark, ne eigentlich 500. Das Gute ist, hier im Europapark kann man sich überall erfrischen. Es gibt überall kleine Wasserstationen, Wasserbrunnen, Splash Zones.
das ist hier echt ganz gut gelöst. So, wir waren jetzt im, wie heißt das Theater? Teatro. Teatro. Haben uns die Magieshow angeguckt mit Peter Wellens, der Magier. Ein sehr attraktiver Mann für mein Empfinden. War sehr schön anzusehen. War ein bisschen mehr getanze als gezaubere. Aber ich fand es trotzdem eine sehr schöne Show. Geht ungefähr 25 Minuten. Wir waren ungefähr eine halbe Stunde vor der Show drin. Haben ein bisschen entspannt im Theater, war auch schön kühl. Und ja, also wirklich sehr zu empfehlen, die Show sich anzugucken. Ist auch ein bisschen abgespeckter, hat er uns erzählt, wegen Corona. Und wenn Corona vorbei ist, was wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch nicht der Fall ist, soll die Show ein bisschen mehr zu bieten haben. Aber war bisher jetzt auch ganz schön und sehr attraktiver Mann. Zeit für eine Runde Phantom, Entschuldigung, Geisterschloss mit einer Minute Wartezeit. Wir stehen Hallo. So, das geht hier auch im Europapark. Einmal mal die Füße ins Wasser und abkühlen. Oh, eine Ente! Hallo! Ich wollte euch noch unseren leckeren Drink hier zeigen. Was ist das eigentlich, Daniel? Ja, das ist so ein Aperol Spritz. Ja, aber irgendwas mit Rosato, glaube ich. Cremant ist da noch drin. Cremant, Rosato, glaube ich, auch von Ramazzotti. Ja. Genau, schmeckt ein bisschen bitter, aber sehr erfrischend hier im Wasser, am Wasser. Und ja, so genießen wir unsere Zeit im Europapark, anstatt mit Attraktionen. Ja, wir chillen heute. Sehr entspannt. Wir sitzen jetzt hier in der Bowlen Bar. Habe ich das richtig ausgesprochen? Magellanen Lounge Bar. Bowlen Bar, einfach nur was. Magellanen Lounge Bar. Hier gibt es selbst hausgemachte Bowle. Das werden wir gleich testen. Und schaut euch mal die Aussicht an. Direkt auf Atlantica. Ich habe jetzt hier eine leckere Himbeerbowle. Da ist drin Himbeere, Waldmeister, Weißwein und Prosecco. Der liebe Kevin hat die Erdbeerbowle mit Erdbeer, Rum, Limette, Weißwein und Prosecco. Der Rum passt ja ganz gut hier zum Ambiente, weil wir sitzen ja auf einem Piratenboot. So, wir lassen uns das jetzt schmecken. Prost, ne? Daniel, Prost. Prost. Kein Fatz nass geworden. Naja, oder? Wie geht jetzt mit mir, Daniel? Ich werde nicht mehr trocken. Ich gehe nochmal mit dir. Ja. Ich habe noch ein zweites Kleid dabei, also. Ich kann es ja hier einfach.
so sieht man dann aus. Aber wir sind immer nur verhindert. Wie verhindert. Tja. Aber wir sind jetzt gut abgekühlt. Ja, wie im Freibad. Und jetzt gehen wir zu den Dings. Gehen wir noch was essen. So, und jetzt gehen wir schick essen. Amolite, oder? Jetzt ist Amorelli, Amolite. Ins Amorelli? Sowas gibt's im Disneyland nicht, oder? Nee, sowas gibt's da nicht. Das sieht man so aus, wenn man schweißgebadet ist. Wenn man den ganzen Tag die Maske anziehen muss. Genau. So, wir gehen jetzt hier von Restaurant zu Restaurant, immer mehr in dieser Bowl Bar. Jetzt sitzen wir hier im Café de Romaki. Im Irland, in Irland sitzen wir jetzt hier. Genau, jetzt essen wir hier noch was und ja, dann macht der Park im Prinzip gleich schon wieder zu. Oh, mein Essen ist schon fertig. Einen Moment. Ich habe jetzt mein Sandwich hier. Ich habe mir ein Tomaten-Käse-Sandwich mit Salat geholt. Etwas Leichtes bei dem Wetter. Und zwar, ja, wir haben heute nicht viele Attraktionen gemacht, dem Wetter geschuldet und auch den Leuten, die hier sind, weil wir sehr viel einfach nur gequatscht haben, geplaudert haben, die Zeit zusammen genossen haben. Und ja, in den Warteschlangen mit der Maske war es schon echt teilweise unerträglich warm. Und meine Maske hat auch schon mein ganzes Make-up abgetragen. Genau, also in diesem Vlog nicht viele Attraktionen, einfach nur den Europapark genossen. Und so gut es ging, das Wetter. Und jetzt essen wir und dann ja, müssen wir schon fast wieder fahren. Ich entschuldige mich, wenn es nicht so actionreich war dieses Mal hier im Europapark. Es war eher entspannter, aber vielleicht hat es euch ja trotzdem gefallen. Mit meinem neuen Gimbal bin ich eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Ich muss immer noch ein bisschen üben, aber bisher so der erste Eindruck ist eigentlich ganz positiv. Und ja, wir fahren jetzt knapp 4 Stunden noch, also ich fahre noch 4 Stunden heim. Und das Wetter ist immer noch super schön, die Sonne scheint. Mal gucken, ob wir in eine Gewitterwolke reinfahren. Ja, also für uns geht es jetzt nach Hause. Das nächste Mal bin ich in Disneyland Paris. Letztes Augustwochenende bin ich in Disneyland Paris. Da wird es auch einen Vlog geben. Und wahrscheinlich auch noch zum Start vom Jungle Drive. Am 22. August bin ich auch wahrscheinlich noch da. Genau. Also wenn ihr die Videos auch nicht verpassen wollt, denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren. Auf die Glocke zu drücken, dann bekommt ihr immer die Push-Nachrichten. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch über ein Like freuen. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann!